Otto? Lass mich in Ruhe! So, wo müssen wir denn hin? Ja, eine Schnellreise nehmen. Dann müssen wir jetzt entweder zurücklaufen, um dann zu der vor uns zu kommen, oder wir laufen einfach weiter. Vielleicht gibt es da noch was auf dem Weg. Wir könnten... Was war denn bei Mosquito hier oben? Ich glaube, das war das Raisins-Ding, ne? Weißt du, alle Raisins-Flipper-Titel auf dem Charakterbogen? Denn das wollte ich jetzt nicht aktivieren. Nein! Wie kriege ich das hier? So. Ja, das ist die Mission. Und hier oben gab es noch was von Quake. Sprich mit Quake im Twix Café. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu Quake, bevor wir die Hauptmission starten. Und dafür müssen wir immer weiter rüberlaufen. Aber wie komme ich denn da hinten in den Rucksack? Wirklich, dieser Selbstjustizler ist kein gutes Vorbild für die Jugend. Na komm, euch mal fertig. Erstmal. Soll ich dir die Fresse polieren? So, Kampfvorteil. Ein paar Sechsklässler vom Möbeln hier. Oh ja, das werde ich. Eieiei. Treffen wir auf 2. 80-80. 80-200. Den treffen wir von hier nicht. Aber die 280er. Und ja! Yeah. Oh, der hat aber echt eine Menge Damage jetzt gezogen. Alter, du altes Schwein. Das ist für Scrambles, ihr Bastarde. Wir könnten. Na, fuck. Na gut. Hier kommt der Kohl. Hau mal ihn um. Die haben überhaupt keine Chance. Für Viertklässler seid ihr echt sehr erbrocken. Oh, nimm das Zwerg! Nein. Ich bin dran. Okay, komm ihn jetzt weghauen direkt. Ja, sehr geil. Ja, die packen wir easy. Ja, easy, sag ich doch. Wer ist das nächste Ziel meiner grenzenlosen Wut? Ihhh. Der Viertklässler in der Mittelschule gibt's davon noch mehr. Ich bin wieder da, wieder. Was? Nein! Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Alter. Ich bin dran. Ich wette, der rennt uns irgendwann mal noch übelst den Arsch. Da können wir fast umhauen. Nehmen wir ihn. Okay, dann machen wir ihn. Dann ist er fast weg. Das werde ich egaler sein. Ja. Hat sogar gereicht. Ist mal geil. Mal ihn weghauen. Sehr geil. Und weg mit dem Mob. Ach. Jetzt endet der Rest deines Lebens. So. Und volle Pulle. Das ist ein bisschen mehr als nur ein Kratzer. Ach. Die Pist ruft. 144. Der haut ganz schön zu. Endlich ist es vorbei. Meine Hämorrhoiden melden sich. Was? Errungene Feigenschale. Titelite. Okay. Was? Fall? Ah, Rechter der Viertklässler. Gemeistert. Besiege 15 Sechsklässler. Cool. Gut, der Sechsklässler wollte heulen mit Schwäche gleichzeitig. Du hast doch nur eine Art Empathie für Randgruppen auszudrücken. Ja. So, wir haben wieder 20 Yubi irgendwas Kacke gekriegt.
Okay, geil. So, hier oben waren wir schon. So, wir können hier nochmal nachgucken. Haben wir nämlich, glaube ich, auch noch nicht. Wir sind lauter. Ah, hier ist ein offenes. Rasenclub für Herren, Willkommenspaket. Ach so. Ja. Der Osterhase, ne? Postmitarbeiter, Abschiedsbrief, Rasiermesser, scharfer. Hi. Was war hier? Ah, Berlis. Schneckenpost? Ja, ich erinnere. Ja, ich erinnere. Richtige Briefe. Und erinnerst du auch noch Schreibschrift? Klar, ich erinnere. Ja. Was hast du Schönes? Hallo, kleine Dame. Du lässt dich nicht schikanieren, kleiner Superheld, oder? Zumindest nicht allzu viel. Okay. Irgendwie passen die Stimmen manchmal nicht ganz dazu. Also zu dem, der da redet. So, wieder da. Hier gab es so nichts weiter für uns. Er will für $35 was haben. Na gut, machen wir weiter. Was war denn hier? Ich muss mich jetzt mal umgucken, weil wir haben neue Fähigkeiten. Du bist dieses Wolfskind aus dem Fernsehen. Nein, das ist der Kuhn. Noch eins? Warum nicht? Nein, ich will nicht noch eins. Geh weg. Und hau ab. Haben wir hier schon? Hier gab's Quack Baby Basketball. So rum. Ich weiß nicht mehr, was in dem Pool war. Ich hab's vergessen. Aber ich glaube, irgendeine Soße von irgendeinem Restaurant. Na gut. Du, meins. Meins. Der Rhinoplaster war mal erst drin. Ich hab da ein paar Kröten im Sparstrumpf. Hier kommst du nicht rein. Halt die Klappe. Was denn hier? Ach, der Klamottenladen. So, mit der Profslowski haben wir ja schon ein Bild. Und ansonsten ist ja nichts mehr. Tschüssi. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Hi. Rümens Tacos. Ein Haus. Hier haben wir auch alles. Hey, du bist doch das Superstinktier aus den Nadeln. Nein. Ich bin nicht das Superstinktier. Mann. Unglaublich. Ich sehe gerade was. Das können wir jetzt natürlich machen. Wo steht der denn? Da oben. Okay, dann müssen wir erst das machen. Die Kiste habe ich gar nicht gesehen. So. So. Humankind, ich rufe dich zur Hilfe. Jawohl. Dankeschön. Stachelanzugrezept, Stachelhandschuhrezept, Stachelkopfbedeckungsrezept. Cool. So, jetzt muss ich das aktivieren. Ja, genau so nicht. Hä? Ich sehe unser Haus von hier. Achso, es ist schon irgendwas, ist schon aktiviert. Tja, wenn du das wüsstest, müsste ich dich leider töten. Mondmodell, Artefakt. Ekel, dieses Bild. Ja. Humankind, wir müssen wieder runter. Bereit? Wow. Das so. Hast du wirklich drauf? Ja, ich weiß. Okay, weiter geht's. Müssen wir irgendwo abbiegen? Ja, wir müssen da oben. Also auf der Straße natürlich. Hier waren wir noch nicht, oder? Okay. 2 verloren, 3.
Superhelden nicht schon wieder out? Nein! Sind Superhelden nicht schon wieder out? Oh, wer bist du denn? Oh nein! Chaos bestraft seine Feinde! Geh weg! Zögert nur die Niederlage hinaus! Behalte deinen Damenhalt für dich. Es riecht, als wäre ich hier. Geh mir aus dem Weg, verdammt! Kampfvorteil, Captain Chaos! Er besiege die Chaos-Lakaien. Was soll das? Wer seid ihr? Das wird ein heißer Tanz. Nicht wirklich, ich tanze nicht, aber lass uns boxen. Ja. Könnt ihr euren Comic-Con-Scheiß nicht woanders abziehen? Was heißt ja Comic-Con, du Lauch? Hier unten? 106, 200. Können wir nicht sehen. Okay, dann machen wir hier die zwei in der Mitte. Ja! Wenigstens weiß ich, dass es nicht langweiliger werden kann. Das muss Chaos mal alleine machen. Eure Kostüme sind so schön. Ich wäre nicht so nah gekommen, mein Freund. Ich kann mich Comic-Con wie zu Hause fühlen. Ach. Selbst bei frühen Dr. Who-Folgen sahen die Effekte besser aus. Ja, schmeißt da keine CDs? Blut aufwischen? Captain an Deck! Mäse umhauen? Ne. Falsche Reihe. Na gut, dann stoßen wir vor allem wieder zurück. Na, Mann! Ihr kleinen Cosplayer solltet mal an euren Stunts feilen! Lauf halt zu Mama, du Schwachmart! Mikroaggression! Schlag ihn! Ich folge dem Ruf des Chaos! Hättest du blocken sollen! Oh, voll eklig. Ein verdammter Zugmann. So, Achso. Wollen wir ihn umhauen? Oder wir hauen ihn um? Oder ihn? Da haben wir noch Rückstoß mit dabei. Dann machen wir das. Ach, geht nicht. Da, wow, Fettsack steht im Weg. Dann geht das auch nicht, oder? Na, verdammt. Beeil dich bitte mal. Hier ja, oh, kein Stress. Okay, dann greifen wir ihn an. Wir können sowieso keinen angreifen. Ich hab genug von dem Kack. Ja. Schluck jetzt, dann hole ich den echten furzenden Selbstjustizler. Was? Das bin ich. So, doppelter Rückschlag. Zwei Tote. Das passiert, wenn er euch mit mir anlegt. Das hat gesessen. Oha. Ich bin wieder da. Oh nein! Ja. Bitte keine Nasenscheidewandverkrümmung. Das ist so daneben. Das ist einfach so daneben. Nächstes Mal zeige ich euch, was ich vorhatte. Aber was, was macht der, wenn er es schafft? Wow! Schoten, zittert vor coolen Friends. Und tschüss. Ja! Genau wie geplant. Ja, ja, genau. Es gibt kein Entkommen vor Captain Diabetes. So, hau weg den Rotz. Ja. Diabetes fordert wieder ein Opfer. Ja. Die Fäuste lösen wirklich jedes Problem. Yep. Super Quake, da hast du recht. Walkie-talkie und ein bisschen Geld. Aufgepasst, dieser kleine Anarchist hat altmodige Geschlechtsnummern untermauert oder nicht gebeten, was? Ach, immer so viel. Jetzt mach doch mal. Ich will nicht die Mission. Psyops-Anzug, Kostüm, Psyops-Anzug, Psyops-Helm. Geil. So, hier oben gibt's was. Hä? Liegen hier. Und jetzt? Komisch. Bist du aus dem Zirkus entlaufen? Aber nein. Ich, wenn sie Elefanten auspeitschen. Was? Sind Superhelden nicht schon wieder out? Alter, was bist du für eine Eule? Oh, da läuft gerade was im Kino. Alter, hier ist ja lecker.
Und hatten wir das letzte Mal jemand sauber gemacht? Müsste jetzt eigentlich alle rein ablaufen, ne? Aber ich glaube, man sieht in dem Spiel, wenn irgendwo was lebt. Ach, guck mal, das. Ah. Das bloß ausrennen. Da oben gibt es ein neues. Wie heißt es? Yakuyo. Wir haben es gleich erfahren. Erinnerst du die Passion Christi? Das will ich nicht erinnern. Erinnerst du Sinbad, das Genie in Shazam? Ja, nein, tue ich nicht. Ich erinnere. So, wir brauchen wieder Human Kite. Human Kite, ich brauche deine Hilfe. Treuer Gefährte. Ja. So, wie heißen die Bilder? Ein Twin-Stick-Shooter. So, ist da keine Leistung? Ich hab vergessen, wie die Bilder heißen. Spiel! So, wir haben ein Dach, okay. Okay. Startbereit! Wow, wow! Okay, geschafft! Das klang echt lecker. Tschüss! Rätselmeister. Yeah. Klebeband. Smartphone. Technik. So, wir sind jetzt in Tweaks Café. Hey, du darfst nicht hier hinten sein! Hey, ich glaube, Tweak. Gib mir das Bild. Tweak und Quake. Seelenknuddeln. Rezept für extremes Gegengift. Sehr gut. Ach, brauchen wir jetzt echt schon wieder? Wir brauchen seine Hilfe. Ja, Übereinstimmung. Captain Diabetes, ich rufe dich zur Hilfe. Etwa Diabetes? Ja. Ja, zum Glück sehen wir nicht, was da passiert. Unterton im Anflug. Hallo. Ich hab meine Pflicht getan. Nun muss ich gehen. Yep, tschüss. Hi, Twig. Was machst du hier? Also, Kaffee trinken? Riecht das da raus? Ich sehe. Was? Verbündet dann? Noch nicht freigeschaltet. Wir brauchen Super Quake und die Maus, oder? Hey, hier den. Kauf ihn bei meinem Dad. Nee, will ich nicht. Sein Hamster, würde ich behaupten, oder? Aber ja. Weiß nicht, was dieser Exkurs jetzt sollte übers Kino. Warum guckst du mich so an? Hallo? Hat der Kuchen auf dem Tisch? Niemand sitzt da. Darf ich den essen? Will Kuchen haben? Hallo. Moin. Hey Kind, bist du eine kleine Wonder Woman? In die Fresse. Hey, noch eins. 7 von 8 schon. Geil. Und das will ich haben. Twinkle Quake vor dem Sturm. Wie lange haben wir denn jetzt schon? Hollywood mag Natur, oder? Bringst du mich nach draußen direkt neben der Wanderkotten und so? Die Wanderer werden staunen. Durch den Selbstjustizler haben wir was, an das wir glauben können. Ja, ich weiß. Du wirst unsere neue Ware lieben. Ja, was hast du denn Schönes? Artefakte? Metabolischer Verbrennungsofen? Nichts, oder? Aber wir könnten mal. Brauchen wir eigentlich nicht jetzt. Es war mir ein Vergnügen. Können wir schon ein Foto mit dir machen? Tut mir leid, ich kann Selfies nur mit Kunden machen. Tut mir leid, ich mache mir zu viele Sorgen wegen Tweak. Glaubst du, ihm geht's gut? Nee, ich glaube nicht. Ja, ist voll gestört. Und zittert den ganzen Tag. Was vielleicht eventuell am Kaffee liegen könnte, man weiß es nicht genau. So. Ich habe diesen Ex-Freund, den ich jetzt hasse. Und der hat meinen Laptop. Wenn er ihn nicht gibt, sag ihm, dass ich die Bullen rufe. Er heißt Tweak. Du findest ihn vermutlich im Café seiner Eltern. Gib ihm das. Hol mein Laptop von diesem Penner zurück.
Ja. Willkommen im Café Tweak. Halt die Fresse. Kann ich für dich tun? Nicht. Niemand will dein Kaffee. Na, wie laufen die Geschmackstests? Ich schmecke keinen Unterschied mehr. Bleib dran. Wir suchen die perfekte Sonnenuntergangsmischung für dich. Was? Alter. Was soll daneben? Was ist das? Rück meinen Laptop raus, du Arsch. Oh, du arbeitest also für ihn, hä? Dann sag ihm, er kann seinen Laptop wieder haben, wenn ich mein scheiß Meerschweinchen zurückkriege. Wir haben es gekauft, als wir zusammen waren, aber es bleibt gehört mir. Ich habe bezahlt und noch den Kassenzettel. Oh nein. Wenn er es bleibt behalten darf, obwohl er mir in den Rücken gefallen ist, sag ihm das mal. Tweaks Beleg für zwei wichtiger Gegenstand. Okay. Warum geht Supercrack nicht einfach selber rein? Was meint Tweak von wegen Laptop? Das scheiß Meerschweinchen? Ach, na gut. Du weißt ja, wo Stripes Käfig ist. Bring ihn dem Arschloch. Was ist jetzt? Wenn du das Tweak liebst, dann sag ihm doch mal, dass man keine Bedingungen zu stellen hat, wenn man jemanden sitzen lässt. Muss ich jetzt zu dem nach Hause? Der Hund ist halt weg. Ja, können wir nach rechts gehen? Vielleicht finden wir da einen neuen. Oh, da ist er schon. Dankeschön. So, dann müssen wir mal bei Gelegenheit nach Hause. Und unsere Sachen abholen. Hier müssen wir hin und dann müssen wir nach links zu Superquake. Gibt es ja näheren? Nee, gut. War keine Bruchlandung. So, Schnellreise. Jawohl. Bis dann. Juhu, tschüss. Damit du mir geholfen hast, Schnellreise ist Thema natürlich wunderbar. Schau mal an deinen Spitzerkissen. Ist das ein neues Kostüm? Der Mann, der hat doch nicht. Nee, jetzt nicht. Keine Zeit. Dachte ich mir doch. Müsste das Haus sein, oder? Jawohl. Na, alter Kiffer? Warst du wieder bei Tauli? Hey Schatz, schön dich zu sehen, echt schön. Ja, yeah. Was macht die Alte? Ah, ich wieder voll wie Eimer. Denk daran, keine Fürze, mit denen du die Raumzahl krümmst, ja? Warum nicht? Hör auf! So. Ich hab ja gar nicht gesehen, wer es war. So, hallo. Was haben wir denn hier schönes Neues? Hyperschallanzug. Charakterbogen vom Blitzvieh. Geil. Emo-Ponys. Zielkreuz. Und ein Haufen Scheiß. Cool. So, jetzt ab zu Superquake. Wir müssen den Hamster holen oder das Meerschweinchen. Weiß nicht mehr genau. Oh, hey Schatz, dein Vater ist heute ein bisschen langsam. Ja, ich glaube, dass das nicht bloß heute ist. So, welches Haus ist es denn? Nach der Kreuzung das dritte. Okay. Lul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 u. So, die Fotos haben wir definitiv schon. Hi! Mich nicht dazu, dich im. Weißt du, willst du mich im Schlaf töten, Alter? Bist du eine? Eins. Zwei. Hi. Drei. Entschuldigung. Haben wir hier drin? Hört das jetzt? Ah, jetzt können wir das ja machen. Auch erstmal. Was hier? So, und jetzt können wir eigentlich. Genau. Captain Diabetes zur Hilfe rufen. Captain Diabetes, deine Kräfte werden benötigt. Jawohl! Ja! Schmetterschlag! Ja! Okay, tschüss! Und jetzt? Ich glaube, das bringt uns so nichts. Eine Idee. Und zurück! Ja, hallo, ich habe gerade die Zeit zurückgefurzt. Alter, ehrlich. So.
Kann ich das jetzt nochmal machen? Crime is out of control in our town. Coon and friends are this city's only hope. All right, now you need to go out into the town and do superhero stuff. You know, help people and fight crime and dumb shit like that. Well, how's the character sheet coming? I already let you dual class, there's nothing left to talk about. Do not give me those sad puppy eyes. You are not going to have three classes. I've been given $20,000 to take care of you. What? But I only need a few hundred for that. So you know what I'm gonna do with all the rest? Go to Paris to get a pedal enhanced bit and fuck French chicks? Super Craig.